Hi, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Lies of P. Und heute treffen wir wieder unsere alten Freunde, die schwarzen Rambler, schätze ich mal schwer, weil das ist der Sarg da vorne. Ich sag schon mal vorweg, ich weiß nicht, wie der Part verlaufen wird. Wir kennen es ja, bis das letzte Mal passiert ist. Ich hoffe nicht so, weil der Laufweg ist echt asozial. Und wenn euch der Part heute gefällt, dann denkt bitte an ein Like, das würde mich sehr freuen. Und hoffentlich muss ich mich nicht zu sehr aufregen. So, wir holen uns mal wieder unseren Kumpel. Yes. Ah, na, gucken wir mal. Na, gucken wir mal. Jo. Oh, hey, es sind Ohren. Euer Sarg hat einen Auspuff. Accept your fate. Death has come for you. Bla bla bla. Also, alle gleichzeitig, ja? Na? Na? Er brennt, es tut mir jetzt aber leid. Aber die Schaden machst du ja nicht. Hier für dich, Arschloch. Oh, wie ärgerlich! Wo willst du hin? Da war es noch einer! Da war es keiner mehr! Oh, shit! Was ist das? Wieso wird er nicht wiederbelebt? Also fake! Wieso brennst du nicht? Jetzt! Du schnaufst so schwer. Du wirst jetzt sterben, wenn du nicht eine Phase 2 hast. Au! Was? Kann ich das noch abzwacken? Yes, es hat funktioniert. Oh, wie gut. Das war's. Zum Glück muss ich diesen dummen Weg jetzt nicht mehr laufen. Hab denn da gelagert Kartoffeln? Ach, nee, sind Puppen. Ich wusste gar nicht, dass die schwarzen Rambler unter die Kartoffelbauern gegangen wären. Ja, was ganz Neues. Ich hätte gern sein Schwert. Sah schon lustig aus, aber nein, Spaß gibt's hier nicht. Hier gibt's nur Leiden. Ich sollte leveln. Ah ja, übrigens, das ist neu. Man kann an Stargazern leveln. Wie convenient. Wollen wir nicht gleich so?
Okay, ich war nur unsicher. Ich möchte diesen Part nicht nochmal machen müssen. Also wir leveln. Was investieren wir denn? Mehr dreschen. Ich pariere vielleicht nicht, aber ich habe fucking Entschlossenheit. Und das langt. Das klang jetzt aber episch. Oh, ich bin falsch. Ups, mein Fehler. Ja, also das Schwert, da hätte ich jetzt nicht Nein zu gesagt. Hat er uns zufällig bunter Ergo-Kristall? Nein, wir haben nur schäbiges Ergo. Ach, da. Könnte man ja auch mal ausschildern hier. Geht's nur mir so oder ist es für euch auch arschdunkel hier alles? Also ich muss echt teilweise schauen, wenn hier keine Lichter sind. Es ist schon Rappelnacht hier, wenn man das so will. Es ist Rappelnacht. Okay, I give up. Just don't kill me. Ah, Alidoro! Ich bin sofort bei dir. Ich nutze nur kurz einen Moment der Schwäche und bestehle dich. Oh, großartige Venini-Sammlung. Oh, amazing. I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist's isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Oh, I, Alidoro, am too great a treasure hunter to just disappear. See for yourself. I sell only the best treasure. Ich habe leider nichts zum Eintauschen. Dann muss ich dich wohl erschlagen. Nein. I'm just a guest here, with no special obligation to the hotel. Mm-hmm. But if you still want to hear, the alchemist said they would help me escape from the city. Talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever. I need to move up and move on. Also, there was someone who was so annoying. That's all. Does that suffice? There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Right. I had a feeling you would ask sooner or later. It's because of that girl, isn't it? I am not Alidoro, the Hound. Not the real one, anyway. Du bist der andere. I used to be Alidoro's. Der so ähnlich klang. I admired him, to be honest. He was amazing. Amazing at everything, except making a profit, that is. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, what's a few antiques when you've got bills to pay? We argued. One thing led to another. And I had to kill him. But stealing his identity was the logical next step. My original code name is Parrot, after all. Mm-hmm. Fitting, isn't it? Oh. He was also from the country of the morning. Maybe he shares some blood with the girl. And that's my story. Tragic tale. Do you want to hear more? There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Nein. Vielleicht kann er mir ja noch was verkaufen. Wäre ja wirklich schade drum. Ah, wir sind auf der anderen Seite. Ah. Ja. Der Papagei. It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Alidoro too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Ja, nur ein Vollmondstein. Das ist nicht das, was ich will.
Das wird wehtun. Nein, wird's nicht. Wird's nicht. Wo ist denn hier der Loot? Oder habe ich den jetzt gesammelt? Oh, da habe ich gesammelt, oh. Hoppala. Na denn. Sonst hätte ich wieder den schwarzen Katzentalisman und hier die Katzenplörre getrunken. Und dann hätte ich keinen Falldamage bekommen im Idealfall. Aber gut. Dann wollen wir mal. Hm? Endlich wird es wieder hell. Yay. Große offene Raumstahltüren. Nichts zum Anvisieren aktuell. Hey, look! That lever resembles. Yes, it seems we can use it to call a submarine. Pierce? Pierce ist das U-Boot. Aha. Ein U-Boot. Na denn. Kriegen wir es so einfach oder müssen wir noch was dafür tun? Oh. Sieht aus wie ein Wal. Diese Streifen obendrauf. Ladebildschirm. Why? Was könnte mir Venini, also der Venini-Roboter, noch verkaufen mit dieser Schatulle da? Mehr Futter? Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Ja. Wir sind jetzt hier gefangen, ne? Das weiß ich schon. Wollte es nur anmerken. Sophia. Oh, hi, wo kommst denn du da her? Wir haben gefühlt ein Ende der Welt. You're a clever one. So it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the Abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Mm-hmm. Truth is, I guided you this far not to save Kropt, but to save me. I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body. Have lived apart for too long. Perhaps in death they will reunite. In peace, I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer will guide you, clever one. If you find my body, please help me find peace. My guidance ends here. After images of memories rage on the seaside because of Ergo, please be careful. Ist das Schnee? I can't hold out forever, but I'll support you. Ja. I am the daughter of Valentinus, leader of the alchemists. Mhm. Simon was my father's right-hand man. Ambition overwhelmed him, however, and he spread the petrification disease, taking countless lives. Oh, was a fucking legende. Why would he do that? I don't know. But he brings a dark world upon us. That's for certain. Stop him, however you can. The petrification disease freezes time and memory within the afflicted body. No. Ergo
is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. When I discovered that, it opened my eyes, and I was able to manipulate time using Ergo. Simon, on the other hand, is trying to use my power to fuel his ambition. I wound back your time to protect you, so you could stand against him. So stop him. Save Krott. Ach, der soll dich retten. Aber gut. Dann, ja, ne, dann gutes Gelingen und so, ne? Gut geparkt, Nokio. Wirklich gut geparkt. Sei du froh, dass du dich teleportieren kannst. Also, sie kann also die Zeit manipulieren. Dann, deswegen hat sie uns hier die Taschenuhr dann wohl geschenkt. Huh? Das da, Mondphasen-Taschenuhr. Offenbar, wenn wir sterben, wird einfach nur die Zeit zurückgedreht. Raff ich das richtig? Hat ihr ein bisschen was von Dark Souls 3 hier, wenn die Welt am Arsch ist? Ist das Sand oder Schnee? Hm. Ah, ein Stargazer. Nee, ist es nicht. Hier denn gar nichts versteckt. Welch großes Gebiet. Hat auch ein bisschen was, wenn ich das so anmerken darf, gerade eben von Demon's Souls ganz am Ende, da wo man am Strand gegen den Uralten kämpft, also beziehungsweise wo man Uralten findet. Ah, unsichtbare Wand. Was ist das da vorne? Figürsche. Romeo war der Typi im Innern des Puppenkönigs, der Blonde. Hi. Are you trained to be a stalker too? Let's practice together. Call me Lampwick. 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 Wer war denn Lampwick? Loot. Ich bräuchte noch einen blauen vollen. Kann ich noch einen blauen vollen irgendwo haben? Wäre schön. He didn't even come to your graduation. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. Trübe Ergo-Kristall. Schau mal an. Ja, na, wir müssen hoch. Nicht runter in der Seltenheit der Schmiedematerialien. Na. Ah, da ist ein Tor. Oh, ja gut. Hätte ich schon mal eher gucken sollen. Was, ein Hase? Please teach me how to use a sword. You're a legendary stalker. Ugh, so annoying. Gemini, get rid of them. I'm off. Gemini. Das sind menschliche Knochen.
Da oben haben wir noch Loot. Ist das sozusagen eine Art Gnadenbrot, wenn du wirklich so reingeschissen hast und hattest nicht mal die Basics zum Aufwerten? Weil ich meine, ja, schön und gut, aber Sichelmondstein ist ja jetzt nun wirklich etwas, was man an dem Punkt haben sollte. Also, ja, das auch, das kann ja, ne, ja, das kannst du kaufen, das Zeug. Also. Ah. Das ist der Fuchs, oder? Von den Haaren. Ein Stargazer. Ich spüre die Wärme. Na, nicht so wirklich, aber ja. Eine fesche Insel. Niemand weiß, wo sie sich befindet. Ist ein bisschen auffällig hier, dieser unendliche Sturm außenrum, aber ich, wer bin ich schon? Ich bin ja kein Navigator. Blau leuchtende Insel, Sturm, dass sich alles da oben zusammenzieht hier, ne? Das findet man nicht, findest du nicht. Zur Archeabtei. Ah. Okay. Manticore sind hier normale Gegner. Es ist ja eine Freude. Oh, hey! Was? Das auch noch. Ihr entschuldigt mich ganz kurz. Ich muss hier looten. Versteht ihr? Nein, versteht ihr natürlich nicht. Ich schon. Hey! Gott verfickt! So, willst du die nicht bekämpfen? Es ist gerade etwas ungünstig. Was? Ja, never mind, dann. Ah, Gott, er tut weh. Da! Au! Hä? Gutes altes Feuer. Okay. Wurfkugel. Ihr werdet jetzt ins Gras beißen. Genau, au. Dass das mal hier aufhört. Dann denke ich mal über die Manticore vielleicht nach. So sagt die Pistris. Was hat er denn gesagt? George! Also dieses Legionsnachladen on kill, das ist ja schon ein Traum. Das hilft schon sehr. Gehen da drüben hoch. Da ist ein Gegner. Oder wir gehen jetzt erstmal da weiter. Ich glaube, ich gucke erstmal hier. Ah ja, es ist gut, dass ich hier geguckt habe.
Ich habe anstelle des Lebensregenerationstalismans aktuell übrigens den, Entschuldigung, mehr physische Abwehrkraft-Talisman drin. Erschien mir etwas sinnvoller. Schlangen. Nett. Einladen. Oh, und sie. War der böse Doji. Ah! Fick dich! Das ist nicht so cool. Grüß Gott, ich bin's, der Nogyo. Herr Türwächter. Au! Er nimmt halt keinen Damage. Oh, steh auf, Nogyo. Was ist mit meiner Ausdauer los? Das andere Bein. Wow. Was mache ich denn mit dir? Ich bin wieder geschockt. Ja, ich bin geschockt, wenn ich dich sehe. Aua. Danke. Also mit dem Schocken ist er asozial. Okay, es macht im Hand Damage. Ja. Au. Meine Waffe. Verreck doch bitte. Aber Szene ist was? Hochstufigen Alchemisten. Ein Entriegelungsgerät ist ein Key. Okay. Jo, Allah. Zauberei. Okay. Ich muss hier kurz verschnaufen. Das war wieder so eine knappe Nummer mit arschlanglaufiger. Wir haben es ja gebacken bekommen.
Ah, wir gehen kurz, wir gehen mal kurz hier. Wir haben gerade Geld und wir gehen mal kurz Hotel Karat. Wir müssen mit Venini sprechen und wir haben die Kiste, weil wenn wir es jetzt nicht benutzen, wann denn dann? Weil ich glaube, wir steuern hier langsam aber sicher aufs Ende zu. Oh, Sophia ist nicht mehr da. Hi. The House of Venini. Ah, Master Venini's Killer, House of Venini. Ja. The House of Venini. Was ist das denn? Vorübergehend während des Blockens perfekter Block. Ah. Und er hat den krassen Shit jetzt. Merci. Wiegt mir aber. Yes. Hi. I can hardly believe it. But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Huh? Okay, Venini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies. But when you hear this news, you'll be excited too. Huh? The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But they were communicating with each other. Tun with wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They Schön. Were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Can you give it wenn ich schon gerade da bin, klar. Carlo, I hope you can hear me. Oh. The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. First law, all puppets must obey the Creator's commands. Law zero, the Creator's name is Geppetto. Giuseppe Geppetto. Mm-hmm. Ah, did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Ah, tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy and this Geppetto hat das Ganze gemacht, so wie das klingt. What or who was behind the frenzy? Ich muss lügen, es tut mir leid. Really? Nothing. Yeah, I've tried everything I can think of, but I keep coming up empty. All I wanted was to stop anyone else getting hurt. At least hurt by murderous puppets. Not even I can abolish all pain everywhere. Ah, no, you cannot give up, Venini. You are Venini, and Venini always finds the solution. I think we can't put it off any longer. Geppetto is the last hope we have. I've exhausted my talents here. These clues... I could find them, but interpreting them is beyond my abilities. We need the man himself. Hmm. You must save him, compagno. You and Geppetto are the only ones who can save Krat. Yep. I always... Ja, ich weiß, wir haben es klar verstanden, aber es hat schon einen Grund, warum ich lügen muss, also, ja. Katze! Hey! Oh. Die mag uns, ja. Ja, bei dir alles klar. Ja, ne. Leider immer noch nicht das Notwendige. Ja, wenn wir schon mal hier, du weißt nichts Neues. Ja, du bist immer noch melancholisch.
Wir müssen Dingens. Stalker. Und den Baum. Wäre ja schade drum, weil wir hatten den Würfel benutzt und ich musste mal nachladen. Der hier. Cool. Stalker. Nein, das ist nicht die größte Hilfe. Muss man wohl wirklich genau on point setzen. Den Würfel. Na dann, würde ich mal sagen, wir gucken uns mal noch ein bisschen um. Benini will immer noch quatschen, aber was ist los, Jung? You may not be aware, a mad raving puppet killed them. Oh. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. But this is our last shot, the last clue. If this doesn't break through the static, then nothing will. But the key to all this is Geppetto. He's really our only hope, and it's up to you to save him. Go on and take the wavelength decoder. Even if I failed, you might be able to find more clues. You're someone who doesn't give up. Who knows? If you need to hear it, just use the Stargazer. Here, take it. I always welcome. Gut. Eine Sache noch. Es tut mir leid, aber man muss nachgucken. Das Bild. Jad Gemälde. Langsam immer länger das Ding. Hast du noch was, Oma? Apparently I must remain in this room. Be careful out there, won't you? Ah, wir hatten ja noch Quarz, oder? Ja. Na. Das soll immer ein Hieb. Immerhin besser als nichts. Muss ja was aus der Kategorie nehmen und da wir nicht so blocken, dann zimmert wenigstens immer ein ganzer Hieb. Vielleicht zimmern zwei Damage mehr. Okay. Nun denn. Ich würde schwer behaupten. Eingang zur Archeabtei. Gott!
geht schon wieder los. Für das ist wohl der Tod. Zum Glück mögt ihr kein Feuer. Los. Cool. Jupp. Oh, shoot. Oh Gott. Aber er brennt. Zentimeter. Aha! Das war arschknapp. Nein. Okay, das wäre tödlich. Da wollen wir nicht runterfallen. Wie umständlich. Müssen wir das jetzt öfter? Oh. Also. Happy Fun Time continues. Naja, man kann es natürlich nicht anvisieren. Schade. Wo Otto? Oh, stressful. Könnte man wohl, aber ich glaube, da ist ein unsichtbarer Wand, da drüben ist nichts zu looten. Nein. Oh. Nein. Darf ich kurz? Danke! Von da kommen wir halt. Das wird's dumm. Das wäre dumm. Aber wir sind im Blindspot. Fein. Ich mache erst das Ding kaputt. Ich glaube, das Sinnvollste. Na, böser Hund. Die Kanone gibt auch Legionsmunition. Das ist schön. Die by flame. Wow. Shortcut. Schön. Nehmen wir. Geht einigermaßen bisher. Bisher. Damage ist halt. Aber ist okay.
Hauptgebäude. Oh, hallo. Könnte ich sie für meinen Vorweg den Kompostierer begeistern? Oh, ja. Und wir haben es zu tun. Oh, er ist ja schon getriggert. Hallo. Aua. Nee, hey. Ich komme ja nicht mal weg, Alter. Jetzt chill. Ich komm wieder nicht weg, weil die Hitbox von dem Ding so groß ist. Ach, ist das scheiße. Cool. Und ich wette mit euch die Respawn. Bisschen Zeit haben wir, vielleicht regeneriert sich etwas. Zwei Heilungen gegen einen von den Dingern ist ja irre. Zwei im Sinne von, ich kann euch jetzt hier nicht. So. Oh, wir können was lesen. Wach auf, entwickle dich, steige auf, grüße den Gott. Grüß Gott! Der bald von der Spitze der Abtei auferstehen wird. Ja! Toll. Klingt nach Happy Fun Fun. Huch, das wollte ich nicht. Jiminy. Noch an? Noch an. Mhm, was ist es? Veteranenamulett. Erhöht maximale Legion. Gut, das ist nicht mehr mein Problem. Solange ich was zum Killen habe, regeneriere ich. Hallo! Okay, cool, danke. Dann brechen wir eben ein. Yay! Perfektes Timing. Denn hier würde ich sagen, würden wir den Part dann gerne beenden. Und ich sag dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt bitte an ein Like, ihr könnt auch gerne gratis abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Tschüss.